Kaum hat die Woche begonnen und kaum, ja, bestätigt sich nach wie vor die Abwärtsrichtung. Alle Chancen für nach oben an dieser Clustermarke erstmal abgewehrt. Also wir sehen, dass der Nasdaq zumindest mal hier klar durch ist. Da gibt es jetzt überhaupt nichts mehr zu maulen und überhaupt gar keine Ambitionen hat für die Drehrichtung. Das bot sich hier auch nicht wirklich an. Wir sehen, dass das auch innerhalb dieser letzten Abwärtsbewegung, das war hier so der letzte Gegen-Counter-Versuch, aber ihr seht das schon, dass wir dann immer wieder schnelle abwärts, wackelige Aufwärtsbewegungen hatten. Also so richtig eine Chance für Long gab es aktuell nicht. Das heißt, dieses Szenario, was ich hier mal so eingezeichnet habe, muss offensichtlich noch warten. Wenn ihr euch jetzt wundert, wie ist er auf das Szenario gekommen, dann schaut euch das übergeordnete Bild an, was ich am Wochenende in meinem Video gezeichnet habe. Das Video gibt es auf dem YouTube-Kanal. Solltet ihr euch angucken, wenn ihr so den Hintergrund für diese Situation hier besser nachvollziehen könnt. Aber wir können das Ganze jetzt ein bisschen updaten. Das Muster, was ich hier am Wochenende gezeichnet hatte, ist das gleiche geblieben, nur dass eben der Dreh eben noch nicht da war. Das war ja nur eine Option, dass der Kurs auch jetzt noch jederzeit hier hochkommen kann. Das ist jetzt keine, um Himmels Willen, keine Ankündigung, dass, wir haben jetzt das Tief gefunden, jetzt dreht er hier. Es ist möglich, dass es passiert. Immerhin sind wir bis zu 50% Fibo-Marke gefallen. Das ist eine gewisse Unterstützung, die man dem Markt hier unterstellen kann. Das alleine ist allerdings nicht ausreichend. Wir können noch mal ganz kurz gucken, ob wir hier noch eine Extension, ja, haben wir sogar noch eine Extension-Marke. Und ob wir die erste noch mal verlängern, die erste hier und dann auf die vierte. Wo ist die jetzt gelandet? Da müssen wir mal genau hingucken. Ich lasse sie mal blinken, dann sieht man sie genauer. Ah, guck mal. Tatsächlich drei Marken haben wir hier sehr, sehr eng beieinander. Das Prozedere kennt ihr. Also wir haben gemessen, wie lang diese mögliche fünfte Welle ist. Und wir haben eigentlich eine ganz gute Chance jetzt wieder, dass der Kurs hier dreht. Aber ihr seht schon, was gute Chancen ausmachen. Hier hat es immerhin für die Korrektur hier. Ich mache das mal hier im 4-Stunden-Chart weg. Dann seht ihr, immerhin hat es dazu gereicht, dass der Kurs da mal kurz anhält, innehält, mal Pause macht. Alles gut also insofern. Aber es ist tatsächlich nicht gesagt, dass der Kurs an jeder dieser Marken dreht. Es sind aber erhöhte Chancen. So, und wir haben hier beim Nasdaq ist es im Moment am spannendsten aus meiner Sicht, wie gesagt, diese Fünffälligkeit, diese Geschichte. Und das wäre eigentlich optimal, Mensch, fünffällig ohne Kursüberschneidung. Wir sehen, dass es zwischen diesen letzten Tiefs hier und diesen Zwischenhochs, da ist eine Lücke. Also ihr seht, da ist, die berühren sich nicht. Ja, also insofern ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen hier, was die Impulsive, also die Aussage macht, dass es ein Impuls ist, das heißt starke Abwärtsbewegung. Wenn wir jetzt hier irgendwann, und wie gesagt, die Ansage ist, dass wir auf dem aktuellen Tiefniveau heute Nachmittag, dass wir da ungefähr diese Unterstützung erreicht haben, also sprich dieses A, B, C nach oben, würde mich jetzt umso weniger wundern. Das ist jetzt nicht, hat also zielmäßig nicht notwendigerweise mit diesen Linien zu tun, sondern dann für den Fall, dass es an dieser Stelle dreht, natürlich gerne wieder in unsere Lieblingszone. Ihr kennt sie hier in diesen Bereich eben rein. Das wäre etwas, was sehr typisch wäre. Also mal darauf achten, A, ob der Kurs jetzt dreht und B, ob er dann bis dahin nur läuft und dann vielleicht das Ganze triggert für weitere Shorts. Wir wollen mal gucken auf einen ganz kurzfristigen Chart. Da muss ich sagen, eine gewisse Chance lässt sich hier erahnen. Man sieht es im 5-Minuten-Chart noch nicht so richtig deutlich. Gehen wir mal auf den Minuten-Chart. Nicht, um euch auf die Minute zu bringen, aber einfach, um zu sehen, wie es da aussieht. Es ist im sehr Kleinen eher stark nach oben und wackelig nach unten. Also das würde die Chance hier noch bestätigen, aber es ist sicherlich in einem sehr, sehr frühen Stadium. Ich weiß nicht, ob Minutenchart immer so sinnvoll ist. Man kann ihn auch handeln, das geht ohne weiteres, aber da ist natürlich mehr Verschnitt auch. Denkt an den Spread, den Unterschied zwischen An- und Verkauf, mal eine schnelle Bewegung, die dann zu Slippage führt. Ihr habt es gerade gesehen, der Future mal eben schnell 12 Punkte runtergefallen. Also das sind so Bewegungen, die können innerhalb von Sekunden eben passieren und die spielen natürlich auf diesen ganz kurzen Zeitebenen eine relativ große Rolle. Trotzdem, aktuell finde ich es mega spannend, Erwartungshaltung, wenn der Kurs eine Chance andeutet zu drehen, dann sehen wir die Ziele bei 14.545 bis 14.820, ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, aber das wäre etwas und dann wird entschieden, ob der Kurs dort sagt, Rüdiger, ich kann noch viel mehr.
Oder ob der Kurs dann tatsächlich sagt, ja, aber jetzt sind wir auch ganz schön verausgabt, dann wäre das der Trigger für nochmal die Short-Seite. Ihr kennt das Prozedere. Also, das wäre so mal die Hauptidee. Kann sich das bestätigen lassen bei den anderen Indizes? Da sind wir noch einigermaßen dran beim S&P 500. Wir hatten es am Wochenende in dem Video erklärt, warum das der Fall ist. Deshalb will ich es hier nicht nochmal aufgreifen. Also wir haben eine Chance, eine gewisse, dass wir zwar hier an einer ganz anderen Marke jetzt hier sind als beim Nasdaq, aber dass wir auch hier einen vielleicht baldigen Dreh erleben können, also vielleicht sogar heute Nachmittag noch. Ich möchte ihn nicht ankündigen. Bitte nicht falsch verstehen im Sinne, der dreht jetzt ganz sicher. Aber wenn, dann ist es häufig an diesen Marken. Und was ich jetzt brauche, ist eine steile Aufwärtsbewegung. Da wird manch einer sagen, hatten wir doch hier auch. Ja, dann brauchen wir eine wackelige Abwärtsbewegung. Ja, hatten wir doch hier auch. Und den Trigger. Ach so, den hatten wir natürlich da nicht. So, das kann sich aber entweder von hier aus oder von mir aus gerne auch noch mal ein bisschen tiefer, ja, dann später dann entsprechend ergeben. Dann haben wir auf diesen kleinen Ebenen den Einstieg, der uns dann zumindest mal ein bisschen weiter noch mal nach oben eben bringt. Also S&P relativ ähnlich. Wie gesagt, die Gründe hatte ich in einem anderen Video erklärt, das ich am Wochenende ja gemacht hatte. Aber das beim Dow Jones, gucken wir das nochmal auch hier, der Cluster, der hier aber ganz gut gehalten hat. Hier sehen wir ganz deutlich den Unterschied zwischen den Indizes und dementsprechend hier das beste Bild, eigentlich die besten Voraussetzungen für nach oben. Ich hatte in dem Video einen kurzen Trigger angegeben, der ist allerdings kilometerweit entfernt, der Kurs ist zu weit runter, das ist erstmal nicht das Ding. Ich würde sogar in diesem Moment eher sagen, für den Dow Jones ist das die letzte starke Bewegung und das ist, naja, aufwärts, ja, ganz klar, aber eben nicht typisch stark. Also wundern würde es mich nicht, wenn es sogar beim Dow Jones nochmal nach unten geht. Und warum das beim Dow Jones darf und bei dem Nasdaq eventuell ganz anders aussieht, wie gesagt, das war Bestandteil des anderen Videos. So, gucken wir uns das Ganze ganz kurz mal an, wie es beim DAX aussieht. Das Grundprinzip das gleiche. Wir sehen allerdings auch, dass das Geschwurbel, was wir hier haben im Moment, ganz klar korrektiv aussieht. Das heißt, der Käufer ist offensichtlich noch nicht bereit, sich da aus dem Fenster zu lehnen beim DAX. Das spricht vielleicht ein bisschen eine Sprache wie beim Nasdaq, nämlich, dass wir sogar noch mal einmal tiefer gehen. Nur, dass der Nasdaq dieses Tiefere schon gesehen hat, dann hätten wir nämlich hier auch schon fast wieder so etwas wie ein Fünffäller hier runter. Also das mal so als Grobidee. Das heißt, der DAX in einem ganz anderen Rhythmus, aber in ungefähr der gleichen Entwicklungsstufe. Naja, wir werden es sehen. Also Chancen für die Abwärtsseite sind da durchaus noch gegeben. Zumindest sehe ich jetzt hier Long nicht vorrangig an. Für heute Nachmittag kann das durchaus noch mal ein bisschen für eine Aufwärtsbewegung sorgen. Das ist also damit nicht gesagt. Aber ich denke mal, im Stundenrhythmus oder vielleicht sogar Tagerhythmus ist das, was ich bisher hier sehe, noch nicht wirklich überzeugend für Käuferseiten. Dementsprechend würde ich mich da nochmal zurückhalten. Mein Fokus also ganz klar auf den amerikanischen Titeln. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße, viel Erfolg an den Märkten. Bis zum nächsten Beitrag.